Irgendetwas stimmt nicht. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Von oben, hä? Mal ganz entspannt die Fallen entschieden. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie darauf kommen. Könnte gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. Will ich das wirklich wissen? Bravo, Geralt. Du bist all meinen Fallen ausgewichen. Leto? Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Was macht der Mann hier? Ich hätte ihn doch töten sollen. Zu ihnen? Du weißt, dass ich alleine arbeite. Die Frage ist, was machst du hier? Ich warte auf sie. Auf diejenigen, die mich umbringen wollen. Nun, vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Die sehen Nilfgaard, wie Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Sind die Leute dort unten vielleicht nur durch Zufall hier? Eher fresse ich meinen eigenen Schuh, als dass ich das glaube. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Geh voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja, Improvisation. Ernsthaft jetzt? Nicht zu Atem kommen! Keine Angst! Hexerei! Chevos! Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Sie wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin.
denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Ja, aber jetzt lass mich hier erstmal sammeln. Bleib nicht dabei mir, Geralt! Dieser Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Voltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirn. Bleib dich dabei mir, Geralt! Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Hier hat mal jemand gewohnt. Ist wieder eine Falle oder was? Dolores. Hier ist was. Eine Truhe. Na bitte, da ist sie doch. 100, jeha. Okay. Wo führst du mich hin, Leto? Auf jeden Fall nicht dahin, wo ich ursprünglich hin wollte. Es ist schlimm mit mir, ich weiß. Ach ja, gut versteckter Ort, ha? Langsam. Fährt eine krasse Ausdauer. Kann ich das immer reiten? Los, lauf! So ist's gut. Thank you.
Ich glaube nicht, dass sie unfreundlich gesinnt sind. Geheimer Ort an einer Kreuzung ist klar, ne? Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Geralt von Riva, Hexer. Noch einer? Ja. Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Glaubt ihr echt, ihr könnt mich besiegen? Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. 3-mal. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Menschen an! Für dich mache ich eine Ausnahme. Leg ruhig, oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Ah. Aber ich glaube ihm nicht. Irgendwie glaube ich dir nicht. Warum sollte ich lügen? Leto! Du musst mir vergeben. Das war nichts Persönliches. Es war geschäftlich. Sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Vesta aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Können wir ihn jetzt töten? Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Wester. Ich gehe mit dir. Verdammt! Alles mitnehmen, nichts verkommen lassen. Bis ich wieder überladen bin. Ach.
da unten ist er. Und er wartet bestimmt auch noch ein Stündchen. Der Wind heult. Ja, was soll er sonst? Lachen? Nilfgaardischer Name. Aus Medina, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, Abschaum schwimmt meistens oben. Los, lauf! Wir noch mal zusammenarbeiten, nachdem wir uns fast getötet hätten. Halte die Augen offen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Warum bist du jetzt wieder... Dolores reden. Wir kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Bitte, bitte. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Warum ist da ein Fragezeichen? Guten Tag. Guten Tag. Und du bist der... Aua! Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Weiter so, Plätze! Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Wenn du jetzt wieder aufsteigst, massakriere ich dich. Was ist in der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier. Und misch dich nicht ein, egal was passiert. Halt dir die Ohren zu. Was? Ernsthaft? Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas? Ruhe, alle miteinander!
Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Misch dich nicht ein, hat er gesagt. Ich denke ja gar nicht dran. Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen. Nicht schlecht. Was war das denn? Er fährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnold Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab, eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter! Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Das war nur die Schulter. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Du bist so gut wie tot. Was sag ich dazu? Ihr seid tote Leute, ganz einfach. Ihr habt einen der meinen getötet. Das ist nicht dein Tag. Du wirst es nie lernen. Wow. Einige Zeit später. Sangevarisches Gift. Da stimmt was nicht. Oh, er wollte, dass sie denken, er ist tot, oder? Ja. Du bist noch hier? Die hätten dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo bliebe denn der Spaß? Findest du das lustig? Nicht so laut, Geralt. Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Arschloch.
Weißt du, an sangebarischem Gift kannst du immer noch sterben. Hast du das Gegengift? Mhm. Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Loc Moin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten. Wäre fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen. Für immer. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Was ist mit Louis? Hat er auch zu diesem Plan gehört? Nein, eine kleine Komplikation. Aber sein Verrat hat mich ins Grübeln gebracht. Trotzdem musste ich's riskieren. Wenn du nicht alle Zeugen niedergemäht hättest, wäre ich ein freier Mann. Leto von Goleta ist tot. Das hätte sich wie ein Lauffeuer auf dem Festland verbreitet. Das hätte ich nicht getan, wenn du mich eingeweiht hättest. Ich sagte doch, misch dich nicht ein. Meine Pläne sind dahin. Ich sollte wirklich verschwinden. Geh nach Kaer Morhen. Du könntest in Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Ja, warum nicht? Muss noch ein paar Dinge erledigen. Aber dann breche ich dorthin auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf. Der Junge hat's doch gesehen. Du hast doch Zeugen. Verstößt, wird er von einer Waldschlange verschlungen. Einem bösen Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Das stimmt. Meine Schwester hat das auch. Ja, wo sind wir denn jetzt? Wieder hier. Wir werden da unten nie ankommen. Nicht so. Machen wir eine kleine Reise. Eine Schnellreise. Das ist doch verdammter Ochse. Moment. Wieso konnte ich den gerade nicht aktivieren, hä? Ach, das ist ein Schmied. Verlässliche Waffen aller Art. Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer. Gravierte Schlagringe für die Damen. Gravierte Schlagringe, nett. Zeig mir deine Waren. Nein. Nein. Nein.
glaube, ich bin langsam an den Punkt angekommen, wo ich nicht mehr ganz so viele Probleme haben werde. Kann weg. Kann weg. Behalte ich mal noch. Die können weg. Hast du eine bessere Ausrüstung fürs Pferd? Ausdauer. Was habe ich hier? 105. 200. 198. Ah, das Ding hat einen Sockel. Das nehme ich wie immer mit. Das nehme ich auch mit. Okay, was hast du hier Schönes? ...215 Silberschaden. Salz, wir nehmen alles mit. Ah, wir haben sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben jetzt Bolzen. So, hier Silberschwerter. Glanz kann ich bauen. 225 kann ich bauen. 250 kann ich bauen. Vipernschwert 125. Hexerausrüstung. Stufe 16, 13, 12. Das Greifenstahlschwert wäre auch Hexerausrüstung. Plus 32. Gut, Igni ist mir da eigentlich relativ egal. Das kann ich wieder einbauen. Ach so, der ist nur Anfänger. Handeln. Der kauft mir hier wieder nichts ab. War ja klar. Was krieg ich denn fürs Vipern Silberschwert? Aha.
bist. Gehabt euch wohl. Damit. Die chimärische Rüstung. 15 durchbohren, 15 zerschmettern, 20 aufschlitzen. 5 Monster, 5 Elementar. Ist eigentlich ein guter Handel. Aber ich glaube, die verkaufe ich lieber. Verlässliche Waffen. Zeig mir deine Waren. Bis dann. Runter wollen wir. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Du gehörst nicht da. Geh weg, ich bin dran. Was? Einkaufen. Hast du was Interessantes? Nehme ich mit. Irgendwann werde ich sie brauchen. Wie, nicht genügend Geld? Okay, pass auf. So, wie sieht's jetzt aus? Ihr habt euch wohl. Okay, hierhin wollten wir. Auf geht's. Seid ihr diejenigen, die ihn wählen, die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Versuchen wir es diesmal so. Schluss damit. Aufhören. Wir hören doch nicht auf einen Schwachkopf an der Leine der Religion. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit.
Wir brauchen eine neue Moral. Oder gar keine Moral mehr. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Das war mal souveräner als beim letzten Mal. Und damit hätten wir auch diese Quest abgeschlossen. Ach, die sind genau hier am Wegschrein, oder was? Deshalb bin ich da direkt reingesprungen. So, mein Quests. Ich wollte Wanderung im Dunkeln. Kommst du plötzlich? Ja, du hast recht. Wir sollten kurz darüber nachdenken, was passiert ist. Ach, scheiß drauf, Sonnenaufgang. Was haben wir denn schönes Neues bekommen? Nee. Nix Gescheites. Beweg dich! Ach, das war damals der Schrein, wo ich abgehauen bin. Es waren mir zu viele. Nee, da war irgendein Viech. Ich weiß es. Was war das gerade? Dein Arsch gehört mir. Was habt ihr da ausgebuddelt? Verschlossen. Du hast keinen Schlüssel. Du hast auch keinen Schlüssel. Also irgendein Schatz. Komm schon! Hier treibst du dich also rum. Nicht so schnell, Plätze. Das heißt hier endlich.